Give and Go Basketball Roadshow Teil 2. Wir sind immer noch in Weißenfels. Eben hatten wir das Interview mit Stefan Haukohl und jetzt begrüße ich ganz herzlich Martin Geißler, den Geschäftsführer und Teammanager vom Mitteldeutschen BC. Vielen Hallo. Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, kurz in unserem illustren Talk teilzunehmen. Herr Geißler, wichtige Frage am Anfang gleich vorweg. Wie sehr nervt Sie eigentlich diese Diskussion um die Verkleinerung der Liga auf 16 Teams, die sehr wahrscheinlich halt auch den MBC zum Opfer hätte? Ja, zum Opfer weiß ich nicht, ob der MBC das zwingend sein müsste. Ich denke, wenn die Liga verkleinert wird, dann muss es dafür ja Ansätze geben, beispielsweise sportliche Gründe, dass man sich einen dieser Plätze belegt, der dann zum Opfer fällt oder dass man Standards nicht erfüllen kann. Und aktuell ist beim MBC nicht die Situation, dass wir gegenwärtig bestehende Standards nicht erfüllen könnten. Also mich nervt die Diskussion nicht. Ich denke, es ist ein Thema, was seit vielen Jahren immer wieder hochkommt. Sicherlich aktuell noch mehr diskutiert wird, weil natürlich der internationale Wettbewerb gerade so ein bisschen in Bewegung ist und keiner so richtig weiß, wer am Ende da gewinnen wird. Und nervt tut es mich nicht. Ich denke, grundsätzlich gab es Entscheidungen und auch Abstimmungen unter den Mitgliedern der BBL AG, dass eine eindeutige Mehrheit für den Beibehalt einer 18er Liga ist, soweit diese Teams auch diese Standards erfüllen können. Aber ich bin auch ganz klar dagegen, Teams auf Teufel komm raus da durchzuziehen, nur um 18 Teams zusammenzubekommen. Also wenn ein Team die Standards nicht erfüllt, sei es auf finanzieller Ebene oder in den technischen Rahmenbedingungen, dann sollte so eine Mannschaft auch nicht in der BKBBL mitspielen dürfen. Ja, diese Aussage gab es ja immer wieder mal, dass man sagt, oh, wir haben ja Standards und wenn wir sie nur ordentlich anwenden würden, dann wären wir schon längst 16. Weiß nicht, kann man das so unterschreiben oder wird da halt einfach ein bisschen viel, na, ich sag mal so, Polemik betrieben? Also wenn es so wäre, dann wären wir zumindest keiner der beiden Clubs, die davon betroffen wären. Also wir haben keine Schwierigkeiten, die Standards der Liga zu erfüllen. Aber mit Sicherheit, da bin ich überzeugt, gibt es Standorte, wo die BBL mindestens ein Auge zudrückt und Sachen akzeptiert, die vielleicht an einem anderen Standort nicht so akzeptiert werden. Ob das jetzt immer negativ ist, muss man in Frage stellen. Weil natürlich auch manche Standorte haben den Fokus nicht auf Nachwuchsentwicklung. Manche haben den Standort für sich darin gelegt, überhaupt erstmal in der BBL zu spielen. Aber sicherlich, wenn man Standards enger auslegt, dann könnte das schon auch Teams betreffen. Ja. Die Liga wächst, plus 8% sind die neuesten Zahlen, die rauskommen, sind im Umsatz im Vergleich zum letzten Jahr. Man ist bei 98 Millionen, 12. Jahr in Folge Wachstum. Sie sind eines der Teams eher mit einem bescheidenen Etat. Spiegelt sich dieses Wachstum auch bei Ihnen nieder? Also die 8%, die sind auch realistisch, ja, sicherlich auch für den MBC. Aber wir sind natürlich, wenn Sie von 98 Millionen sprechen, mit unserem Umsatz von um die 2 Millionen Euro, also Umsatz, was am Ende auch in der Bilanz auftaucht, da schon weit davon entfernt von diesem Ligaschnitt. Und wir merken das, dass die Liga wächst, aber wir merken auch, dass vor allem die Spitze der Liga wächst und die Teams, die im unteren Mittelfeld spielen und die Mittelfeldteams, die haben schon auch zu kämpfen, mit diesem Wachstum mitzuhalten. Wir hatten vorhin kurz schon mal angerissen, die Anforderungen der BKBBL, diese wurden ja in den letzten Jahren halt hochgeschraubt. Es gab häufiger mal Kritik aus anderen Standorten, dass man sagt, naja, muss jetzt wirklich hier die neue Bande an der Seite sein, muss halt das noch sein und so weiter. Ist das ein Punkt, wo man sagt, hat das Umsatzwachstum, was man hat, wird halt gleich wieder durch die neuen Anforderungen aufgefressen oder bleibt unterm Strich halt auch wirklich was da, dass man sagt, okay, wir wirtschaften gut und das schlägt sich auch bei uns unterm Strich positiv zu Buche. Wissen Sie, ich bin zwar wahrscheinlich immer noch einer der jüngsten Manager in der BBL, aber ich bin jetzt in meiner 14. Saison beim MBC und habe davor auch schon einige Jahre die Basketball-Bundesliga verfolgt. Und wo ich angefangen habe, Basketball zu schauen, nämlich in Weißenfels in der Sporthalle West, da wo der Basketball hier angefangen hat zu wachsen, so sahen einige Hallen vor vielen Jahren aus. Und damals war es halt wirklich eine Liga, wo man in Schulturnhallen gespielt hat, wo man auf Linoleumboden gespielt hat, wo alles ganz durcheinander war. Und heute zählt die BKBBL-Bundesliga zu den
Ligen in Europa mit den höchsten Standards, mit dem besten Erscheinungsbild. Und ich glaube, Deals wie mit Beko oder wie auch mit der Telekom jetzt beim Fernsehvertrag wären nicht möglich, wenn die Liga sich nicht selbst mit Standards gezwungen hätte zu entwickeln. Dann würden wir heute weiterhin auf einem Feld spielen, wo noch 20 andere Linierungen drauf sind. Jeder würde sich noch mehr darüber Gedanken machen, was war denn das jetzt? Die Regeln wären noch schwerer zu durchschauen. Die Hallen wären nicht gewachsen. Dann würden wir vielleicht weiterhin in einer Halle spielen, wo nur 2300 Leute reinpassen, wie wir es zwischendurch mal in Sperrgau getan haben. Und viele andere neuen Arenen wären ja auch nicht entstanden, wenn diese Standards nicht da wären. Und ich glaube, ohne dass man sich Standards setzt, wird sich die Liga nie weiterentwickeln. Wird es auch nie möglich sein, dass die Liga zu den Besten in Europa wirklich auch mal zählen wird. Mhm. Und man muss natürlich jetzt aber aufpassen, weil wir jetzt schon bei einem Status sind, wo die Standards sehr, sehr hoch sind. Vor allem, wenn man sich vielleicht auch mal ein paar andere europäische Wettbewerbe anschaut oder selbst im Europapokal guckt, in was für Hallen da gespielt wird, wie da die Abläufe sind, dann ist die deutsche Liga sicherlich schon mit Spanien ganz weit oben und auch weit vor vielen anderen Ligen. Und das, ich sag mal, auch zu 95% an allen Standorten in dieser Liga. Und das zwingt uns auch, zum Beispiel Spiele in Leipzig auszutragen, um mit diesem Druck auch weiter zurechtzukommen. Aber man muss jetzt eben auch aufpassen. Ja, man muss schauen, was macht es Sinn, jetzt noch ganz viele andere Standards oben drauf zu packen? Oder muss die Liga jetzt nicht auch anfangen, auch in Beine wieder zu investieren, um eben auch im europäischen Vergleich auch mithalten zu können? Wir spielen in der Stadthalle Weißenfels, rund 3000 oder genau 3000 Zuschauer. In der Big stand drin, dass die Auslastung so um die 80% ist. Aber sie machen auch diese Eventspiele in der Arena Leipzig mit 7000 Zuschauern. Ist das ein spezifisches Medium für Sie, wo Sie jetzt einfach auch Wachstum generieren können? Also sagen, durch diese Zuschauer, die jetzt zu bestimmten Spielen kommen, die wir gar nicht in die Stadthalle bekommen hätten, die geben uns einfach wirklich zusätzliche Revenue, das wir haben. Ja, das ist zwingend notwendig. Wir haben in Weißenfels, wie Sie sagten, eine der kleinsten Hallen in der Beko BBL. Und vor allem bei diesen Spitzenspielen wie gegen Alba Berlin oder auch Bayern München ist die Nachfrage nach Tickets natürlich deutlich höher als 3000. Und wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir hier an einem Standort sind, der natürlich sehr kleiner ist, wo eine ganz geringe Kaufkraft da ist, wo vielleicht auch medial keine besonders hohe Aufmerksamkeit da ist, weil man eben in der Kleinstadt spielt. Und um da mit der BBL Schritt halten zu können, war es für uns schon ganz wichtig, vor 2 Jahren zu sagen, wir initiieren die MBC Event Games in der Arena Leipzig, um einfach mehr Aufmerksamkeit, neue Sponsoren anzusprechen, neue Zuschauergruppen anzusprechen, die gar nicht bereit wären, sich nur diese 25 Minuten ins Auto zu setzen und hier in Weißenfels ein Spiel anzuschauen. Selbst wenn wir im Januar gegen Bamberg spielen, ist es für Zuschauer aus Leipzig schon auch eine hohe Überwindung zu sagen, ich setze mich jetzt ins Auto und fahre in die Kleinstadt nach Weißenfels. Wie ist denn so das Einzugsgebiet? Also, okay, das Einzugsgebiet vom MBC kennen wir, aber ich sag mal, wenn man jetzt sagt, okay, wie viel Prozent der Zuschauer sind Weißenfelser, wie viele kommen aus Leipzig, Naumburg und so weiter, ist es wirklich so breit gestreut, dass man die halt abholen muss? Also nach unseren Auswertungen kommen ca. 60% der Zuschauer aus dem direkten Landkreis, direkten Umfeld von Weißenfels. Die anderen 40% kommen dann aber schon aus den Bereichen Halle, Leipzig, Merseburg, also diese mittleren und größeren Städten direkt im Umfeld. Also 40% kommen wirklich auch aus der Region. Wissen Sie von diesen 40%, ob das so, ich sag mal, Dauerkarteninhaber, also diese treuen Fans, die schon Ewigkeiten dabei sind, oder sind es auch manche Leute, die einfach sagen, weißt du, hab mal Bock, jetzt mal am Wochenende mal was Neues zu machen mit den Kindern, wir fahren zum MBC nach Weißenfels? Also ca. 80% unserer Zuschauer sind Besucher, die von den 17 Spielen, 14 bis 15 Spiele in der Saison auch besuchen. Wir haben nur einen sehr geringen Anteil an Dauerkarteninhabern, aber wir haben trotzdem ganz treue Besucher, die im Schnitt 14 bis 15 Mal pro Saison zu den Spielen kommen. Die anderen 20% sind neue Besucher oder Besucher, die nur zu den Top-Spielen herkommen. Sehr interessant, dass Sie auch diese Auswertung treffen. Also ich gehe davon aus, Befragungen. Befragungen und Ticketauswertungen.
Okay. Und kann man ja auch aus dem Ticketvorverkauf sehen, auch beim Online-Verkauf, wo kommen die Leute her oder an welchen Vorverkaufsstellen wird gekauft. Und dann kann man natürlich auch daraus erkennen, aus diesem Ticket-Report und auch aus diesen Zuschauerbefragungen, die wir regelmäßig machen, wie oft kommen die Leute zu uns in die Halle. Sind Sie soweit zufrieden mit dem Ticketing, mit den Verkäufen, wie sie laufen? Ich meine, 80% sagt man, man will mittelfristig die Halle immer voll kriegen. Wo würde man da ansetzen? Eher in den größeren Regionen, dass man sagt, wir wollen mehr Leipziger irgendwie reinholen. Haben Sie da so regionalspezifische Konzepte, dass man sagt, die möchte ich zum MBC holen? Nein, ich glaube, man muss auch am Ende realistisch bleiben. Hm. Wir haben eine Zuschauerzahl in Weißenfels, wenn man die Leipzig-Spiele abzieht, von ca. 2,4, 2,5 im Schnitt. Das ist eine sehr ordentliche Zahl für eine Stadt dieser Größe. Am Ende muss man auch sehen, dass wir seit Jahren natürlich jetzt, dass diese Liga ist für den MBC und für die Stadt nichts Neues. Sprich, es ist jetzt keine Euphorie dadurch da, dass wir in der BKO BBL spielen, weil die Leute kennen das. Ja. Und wenn man dann natürlich in jedem Jahr das Ziel und auch am Ende den Klassenerhalt erreicht, dann ist das jetzt nicht, wie wenn man jedes Jahr um die Playoffs spielt oder wenn man darum spielt, ins Halbfinale einzuziehen. Am Ende müssen wir auch realistisch einschätzen können, welchen Sinn macht es, noch viel höhere Bemühungen zu unternehmen, Werbung zu machen, besondere Aktionen zu machen, um eben diese letzten Prozente der Hallenauslastung dauerhaft hochzubekommen. Und am Ende, was für einen Effekt bringt es uns? Ja, wir sind sicherlich auch eine der kleinsten Infrastrukturen im Büro. Wir sind ein Standort, der aber auch viel in Bereichen wie Nachwuchsarbeit leistet. Und all das muss am Ende in der Balance auch stattfinden. Mhm. Wenn diese Balance am Ende so aussieht, dass man einfach aus Aktionismus sagt, wir gehen jetzt dahin, 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 dahin und am Ende kommen 50 Zuschauer im Schnitt mehr, aber man schafft die ganzen anderen Aufgaben, die so ein BKO, BBL-Club notwendig sind, nicht mehr abzufedern, dann ist ja auch nicht das Ziel erreicht. Cost-Benefit-Analysis sozusagen. Ja. Sie hatten schon angesprochen den TV-Vertrag mit der Telekom. Mhm. Ist das eine Sache, die sich auch messbar jetzt für Sie durchschlägt? Also erstens aufs Budget, also ich weiß, es gibt ja ein paar Ausschüttungen, die an die Vereine rausgehen. Ist es, dass man sagt, okay, das hilft uns schon mal. Und zweitens, gibt es Auswirkungen auf den Zuschauerschnitt? Es gibt ja immer mal die Theorie, dass, okay, jetzt wenn die Leute es halt von der Couch gucken können, dann kommen sie nicht mehr in die Halle. Kann ich mir vielleicht gerade vorstellen, so hier, wo 40% aus dem Umland kommen, dass die halt vielleicht nicht die Reise auf sich nehmen? Ja, man kann mit Sicherheit sagen, dass der aktuelle Fernsehvertrag nicht dazu beiträgt, dass die Halle voller wird. Mhm. Das ist auch zu sehen, auch beispielsweise, wenn wir zu Auswärtsspielen fahren, fällt es auch den Fanclubs auch immer schwerer, Fans zu begeistern, sich in den Bus zu setzen und dann 5, 6, 7 Stunden zu einem Spiel, sagen wir nach Bremerhaven zu fahren beispielsweise, um die Mannschaft dort zu begleiten, weil die sagen können, ja, zu Hause ist ja auch schön und man kann auch auf die Pause-Taste drücken, wenn man kurz mal was trinken will oder essen will, was auch immer. Also es macht es sicherlich nicht leichter, die Hallenauslastung zu vermarkten. Aber trotzdem ist das auch eine Weiterentwicklung der Professionalität, weil wir natürlich mit dem Fakt, dass es jedes Spiel in HD produziert und live übertragen und ja nicht nur in Deutschland zu sehen, sondern in Europa und weltweit zu sehen, ist für Sponsoren schon interessant. Ja, also ich meine, das ist ja auch ein Ausdruck von Professionalität für eine Liga, dass sowas überhaupt da ist. Eine Liga, die jetzt nicht Fußball-Bundesliga heißt. Und da sind wir die Einzige. Und ich denke auch auf diesem Qualitätslevel auch mit Abstand können wir da sehr glücklich sein, wie das Ganze produziert wird. Definitiv, ja. Am Ende muss man vielleicht das Thema Tip-Off-Zeiten in Frage stellen, ob die ganz so familienfreundlich sind, wenn man samstags 20.30 Uhr spielt, ob das gut ist, da viele Leute in die Halle zu bekommen, ob man das ein bisschen familienfreundlicher machen könnte. Aber insgesamt ist es schon eine ganz tolle Sache. Und für die Familien, wenn man zu Hause Basketball guckt, ist es vielleicht nicht immer optimal. Ja? Da sitzt man halt dann 5 Stunden am Stück und guckt die Spiele. Und man ertappt sich dann, dass man vor allem, weil die Spiele ja parallel laufen, da guckt man dann 3 Spiele parallel. Und da kann man vielleicht noch ein bisschen schauen, wie man da den Fokus auf mehr die Highlights legen kann und sag ich mal, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr herauskristallisiert, was ist das besondere Spiel an einem Spieltag,
wo vielleicht momentan der Fokus nicht ganz so da ist. Was auch interessant zu sehen ist, ist, dass die Telekom ja offensichtlich ihr Investment, also mit Investment weiß ich jetzt nicht unbedingt das Geld, aber das, was sie halt committen zu diesem Produkt, dass es nochmal ein Level höher geschraubt haben. Ja, es gibt Podcasts, es gibt bessere Berichterstattung. Also es ist schon so, dass man jetzt nicht sagt, okay, wir sind jetzt hier drin und machen das jetzt einfach mal so und schwimmen mit, wo es weitergeht, sondern man möchte halt auch wirklich offensichtlich steuern, wo die Reise hingehen soll. Und das ist definitiv auch meines Erachtens halt eine sehr positive Sache. Kommen wir mal zu Ihrem Verein und der Vision vom MBC. Sie sind ein kleiner Verein in einem kleinen Markt. Haben sich, wie soll ich sagen, eine neue Strategie gegeben oder zumindest die Strategie gegeben, vermehrt auf junge deutsche Nachwuchsspieler zu setzen. Ist das die Besetzung dieser Nische, ist das so ein bisschen aus der Not herausgeboren oder hat man sich irgendwann hingesagt und gesagt, okay, andere Vereine haben es vorgemacht, Trier vielleicht, Frankfurt, das ist halt ein Weg für uns, abseits vom Strom so ein bisschen erfolgreich zu sein? Ich denke, das ist keine neue Strategie beim MBC. Ich glaube, jetzt sind halt auch so ein paar Beispiele, die in der Vergangenheit funktioniert haben oder vielleicht jetzt nicht mehr da sind, die den Fokus vielleicht ein bisschen verschoben haben. Aber beim MBC war schon immer eine Strategie, junge Spieler, nicht nur deutsche junge Spieler, sondern generell junge Spieler, auch aufgrund der finanziellen Möglichkeiten, die wir haben, zu verpflichten. Und da haben wir in der Vergangenheit oft schon ein sehr gutes Händchen bewiesen und haben Spieler in die Liga gebracht. Nehmen wir aus der Vergangenheit Angelo Cagliaro, der sein Rookie-Jahr beim MBC gespielt hat, Christian Standhardinger, Patrick Richard, alles junge Spieler, die beim MBC einen Schritt gegangen sind, beim MBC sogar zu All-Star-Spielern geworden sind. Dass es natürlich auch jetzt für junge Spieler glaubhafter wird, dass die sehen, die versprechen nicht nur was, sondern die haben das in der Vergangenheit auch schon bewiesen, dass man hier das Ziel hat, junge Spieler in eine Situation zu bringen, wo sie das als Sprungbrett nutzen können, wo sie beim MBC hoffentlich Erfolg haben können, wo sie viel Vertrauen vom Trainer bekommen. Der Trainer macht eine hervorragende Arbeit, entwickelt die Spieler weiter. Und das war sicherlich dann auch leichter, diese Spieler dann zu überzeugen. Aber am Ende müssen wir auch als Club sehen, dass es auch da eine Balance geben muss. Zum einen zwischen dem Einsatz von jungen Spielern und auf der anderen Seite von dem Effekt für den Club. Wenn wir junge Spieler jetzt nur einsetzen, dass die sich weiterentwickeln und im Schnitt 20 Minuten spielen, aber wir dann kein Spiel gewinnen, dann ist diese Kette auch irgendwann zu Ende. Ja, dann spielen wir nicht mehr in der BKBBL, dann spielen wir in der Pro A, was am Ende auch nicht den Weltuntergang für uns bedeutet. Aber das ist nicht, was wir als Ziel verfolgen. Also wir müssen immer als MBC auch diese Balance im Auge haben. Entsprechend mussten wir natürlich auch jetzt in der aktuellen sportlichen Situation da ein bisschen einen Ausgleich herbeiführen. Und der wird aber, denke ich, auch den jungen Spielern am Ende helfen. Genau, also Sie sprechen es an. Wir haben nachverpflichtet zwei Spieler. Zwei Spieler sind gegangen. Ist das... Ich hatte mir nämlich auch die Frage... Einer ist gegangen, der andere hatte nur einen befristeten Vertrag. Okay, Entschuldigung. Ist es auch, also ursprünglich wollte ich fragen, okay, was ist, sage ich mal jetzt, wenn man es spitz auf Knopf sagen würde, lieber Spiele gewinnen oder lieber Talente fördern? Sie sagten jetzt schon, eher die Balance ist die Frage, aber man wird sich wahrscheinlich, so wie jetzt Mitte der Saison hingesetzt haben, sagen, okay, jetzt ist das Pendel zu sehr in die eine Richtung geschlagen, jetzt müssen wir hier einfach nachsteuern. Ich glaube, dass der Saisonbeginn für Spieler wie Robert Zinn als Beispiel ein großes Geschenk war. Robert Zinn hat teilweise über 20 Minuten Spielzeit bei uns bekommen. Mhm. Ein Spieler, der im Sommer es nicht in den Endkader der U20-Nationalmannschaft geschafft hat, ist jetzt der einzige Spieler aus diesem gesamten U20-Kader, der in der BBL überhaupt erhebliche Spielanteile bekommt. Das ist vielleicht auch eine Sache, die man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Für den Robert ist es eine Chance und die er so nicht bekommen hätte, wenn wir von Anfang an Markus Hetten in der Mannschaft gehabt hätten, weil dann wäre diese Option erstmal gar nicht für uns da gewesen. Aber wir haben von Beginn an gesagt, zum einen, dass es holprig werden kann, mit so jungen Spielern in die Liga zu gehen, dass es ein ganz hohes Risiko ist, überhaupt Spiele zu gewinnen und diese Spieler an dieses Niveau heranzuführen, dieses Vertrauen zu geben. Aber wir haben auch gesagt, wenn das irgendwann nicht reicht, dann müssen wir als Club alles dafür tun, die Mannschaft so gut aufzustellen, um am Ende den Klassenerhalt zu schaffen. Und
Wir sind jetzt erstmal überzeugt, dass die Qualität mit Nikola Dragovic und vor allem auch mit Markus Hetten, der beim MBC auch schon eine sehr erfolgreiche Saison gespielt hat, jetzt auf einem Niveau ist, wo wir sagen können, spielerisch sind wir jetzt erstmal da, um sagen zu können, das ist erstmal gut, um in der BBL mitzuspielen. Und jetzt geht es natürlich darum, so wie Sie es gesagt haben, jetzt müssen wir Spiele gewinnen. Jetzt kann es nicht mehr darum gehen zu gucken, kriegt der viel Spielzeit, wird der durch Spielzeit weiterentwickelt, sondern wir müssen jetzt Spiele gewinnen, um in dieser Liga zu bleiben. Und ich glaube, das ist aber den jungen Spielern auch bewusst. Und nehmen wir beispielsweise Robert Zinn, der möchte auch nächstes Jahr in seinem dann dritten Vertragsjahr beim MBC auch in der ersten Liga spielen. Und wenn wir das schaffen und Robert Zinn nächstes Jahr mit Markus Hetten, der nämlich dann auch noch einen Vertrag hätte, sich die Point Guard Position in der ersten Liga teilen kann, dann wäre das auch eine Entwicklung, die für Robert ganz gesund und am Ende, glaube ich, auch ganz glücklich wäre. Für den Erfolg müssen alle Opfer bringen. Und ja, Sie hatten es angesprochen, dass das halt ein wichtiger Punkt ist, wie man Talente nach Weißenfels holen kann. Sie sagten, wir haben die Vision, wir haben den Trainerstab und wir können Spielern Spielzeit geben. Und einfach auch durch die Historie heraus, dass man gezeigt hat, dass man Spieler entwickeln kann, dass das so ein Fund ist, mit dem man wuchern kann. Schlägt sich das dann auch in Vertragsverhandlungen durch, dass man sagt, guck mal hier, Angelo Calajaro beispielsweise, der hat nach der Station in Weißenfels diesen Sprung gemacht. Kann man vielleicht so bestimmte Talente holen, die man sonst nicht holen kann? Das ist am Ende unsere einzige Chance. Ja. Aber nicht nur bei Talenten, bei jedem Spieler am Ende. Mhm. Bei jedem Spieler müssen wir dadurch überzeugen, dass man, was der MBC verspricht, dass er das auch am Ende einhält. Wenn wir an die ganz lange Vergangenheit zurückdenken, ja, wo ich beim MBC noch als Pressesprecher gearbeitet hatte vor 12 Jahren. Da hat man Spieler hierher geholt und den Gehälter versprochen, die am Ende nicht leistbar waren. Mhm. Und damit hat man gedacht, jetzt holt man große Nationalspieler oder Superstars der Liga, nehmen wir Steve Aikbabo oder Wendell Alexis, Misa Nikakbadze, Paul Burke, all diese Namen oder Marius Petravicius, die am Ende hier gespielt haben und vielleicht auch vom Titel den größten Erfolg überhaupt gefeiert haben mit dem MBC. Aber der MBC ist im Anschluss daran in die Regionalliga abgestiegen und hat ganz viel Vertrauen verspielt und war erstmal der Pleitenclub Deutschlands. Ich meine, das Gute war, wir waren jetzt nicht der Einzige. Es gab ja auch in der Zeit noch ein paar andere Teams, die in einer ähnlichen Situation waren. Aber wir haben dann gesagt, als wir 2004 einen Neustart gemacht haben, das dürfen wir uns als MBC so nicht nochmal erlauben. Wir müssen hier mit Transparenz, mit Professionalität arbeiten. Wir müssen zu dem stehen, was wir versprechen. Und das ist ein ganz großes Fund, mit dem wir am Ende auch in die Akquise der Spieler gehen. Wir können ihnen sagen, ihr könnt euch hier, es ist jetzt keine Stadt, wo wahnsinnig viel los ist, aber hier ist eine Stadt mit ganz viel Begeisterung. Hier ist eine Infrastruktur, die alles dafür tut, dass sich die Spieler wohlfühlen. Und es ist ein Standort, der Spieler immer die Möglichkeit geben wird, in der BBL einer der besten Ligen sportlich Europas Fuß zu fassen und dann auch den nächsten Schritt zu gehen. Und so haben wir auch gesagt, Silvano Poropat ist eines der Hauptaugenmerke in unserer Zukunftsgestaltung. Ist jetzt das 5. Jahr bei uns. Mhm. Wir sind mit ihm durch schwere Zeiten gegangen, haben letztes Jahr 10 Spiele in Folge verloren. Das hat aber nicht in Frage gestellt, ob Silvano weiterhin der richtige Coach für uns sein soll. Und entsprechend hat er auch jetzt einen langfristigen Vertrag bei uns. Und all das sind so ein paar Stabilitätsfaktoren, die es natürlich schon auch einfacher machen, Spieler zu überzeugen. Und auch, dass es auch Spieler gibt, die sagen, ich will von mir aus zum MBC kommen. Ja, also das ist eine Situation, die vor 5, 6 Jahren nicht der Fall war. Also was spricht sich dann halt auch in Agentenkreisen rum? Also ich sag mal, es gibt natürlich die deutsche Community, klar, da ist es, denke ich mal, weit verbreitet, aber jetzt auch europäische Spieler, dass man sagt, okay, ja, hier MBC, heard of him, die sind wirklich ganz... Also ja, das ist, liegt natürlich zum einen damit zusammen, dass wir insgesamt schon 11 Jahre erste Liga gespielt haben. Wir sind also kein ganz unbekannter Club. Wir zahlen unsere Gehälter immer pünktlich. Es gibt keinen Spieler, dem wir irgendwas schulden oder der
vom MEC weggegangen ist und wir haben irgendwas offen gehabt, was wir nicht geleistet haben. Wir zahlen die Agentenrechnung pünktlich. Das sind ja auch Sachen, die es für einen Agenten schöner machen, einen Spieler hierher zu schicken. Und das würde ich schon sagen, ist kein schlechtes Standing, was wir haben. Vor allem, weil auch die Agenten wissen, wir machen denen nichts vor. Wir sagen denen, das sind unsere Rahmenbedingungen. Ja. Wir haben leider nicht mehr, wir haben nicht viel, aber was wir haben, haben wir sicher. Und dann ist es oftmals auch bei den Spielern, die dann realistisch herpassen, auch ein gutes Paket, was da geschnürt werden kann. Wie kann man sich das Teambuilding so vorstellen, also so eine typische Off-Season? Scouting wird es hauptsächlich vom Trainerstab durchgeführt und Sie sprechen dann mit den Agenten und so weiter, oder wartet man halt erst, okay, bis halt die großen Clubs erstmal alle verpflichtet haben, sodass man dann am Ende, sage ich mal, in der anderen Kategorie geschaut. Wie läuft denn das so ein bisschen ab? Wie kann man sich das vorstellen? Man kann sich das in 4-5 Phasen vorstellen. Also sprich, das Teambuilding für die neue Saison beginnt bei uns immer ungefähr im Zeitraum März. Wenn also die Wechselfrist vorbei ist und wenn wir an der Mannschaft, mit der wir gerade spielen, jetzt nichts mehr verändern können, sprich März bis April, Mai, geht es darum, mit Spielern zu sprechen, die schon da sind, andere Märkte zu beobachten, Spieler zu scouten, die uns möglicherweise in Zukunft helfen könnten. Da geht es auch darum, dass wir in der Vergangenheit immer auch schon Spieler in dem Zeitraum Februar, März für die kommende Saison versucht haben zu verpflichten, um dann den Spielern auch eine Perspektive aufzuzeigen. Und dann geht es nach Saisonende, also für uns in der Regel ab Mai, mit der Phase los, neue Spieler zu verpflichten. Das läuft in der Regel so ab, dass Silvano Poropat und ich gemeinsam besprechen, wie wir uns die Mannschaft vorstellen. Der Coach hat da natürlich seine eigenen Vorstellungen, die am Ende auch, sag ich mal, die Entscheidungen sind. Aber jede Personalentscheidung diskutieren wir sehr intensiv und lange miteinander. Und wir sich das so vorstellen, dass man dann in der Phase ab Mai jeden Tag quasi ständig miteinander in Verbindung ist und sich deine Nachricht schreibt oder bei Skype die ganze Nacht im Kontakt ist und sagt, hier, guck dir mal den an. Und dann guckt man sich da Videos auf verschiedenen Videodatenbanken an. Und dann haben wir beide schon auch so das Gefühl, dass wir sagen können, das ist der Spieler, der sportlich und menschlich zum MBC passen kann. Und wenn das soweit ist, dann, sag ich mal, hat Silvano Poropat mit der Verpflichtung von dem Spieler dann eigentlich maximal noch so viel zu tun, dass er mit dem Spieler telefoniert. Aber alles Weitere dann in der Verpflichtung liegt dann in meiner Hand. Und das zieht sich dann, sag ich mal, bis zum Saisonbeginn hin, wo man möglicherweise am Ende noch Spieler verpflichtet oder auch dann als fünfte Phase, wo die Saison läuft, bis Ende Februar möglicherweise Anpassungen an die Mannschaft machen muss. Und so muss man sich das vorstellen. Es gibt ja immer mal wieder, oder es gab immer wieder Aussagen, dass der Agentenmarkt oder die Agententätigkeit in Europa, im europäischen Basketball und speziell in Deutschland, dass da doch mittlerweile mit härteren Geschützen gekämpft wird. Ist das eine Sache, die Sie so ähnlich sehen? Woran macht sich das genau fest? Ist es einfach nur, dass, sag ich mal, ausländische Agenten, Amerikaner vermehrt auf den deutschen Markt drängen? Ja. Ich glaube, ich kann das daran festmachen, dass die Agenten darum kämpfen, Spiele anderen Agenten abzuwerben. Okay. Und das auch Versprechungen machen wahrscheinlich. Versprechungen machen, oftmals auch nicht realistische Versprechungen machen. Spieler aus ihrer Konzentrationsphase auch rausbringen, wenn das während der Saison passiert. Spieler auf Ideen bringen, Stabilität herzugeben. Aber ich grundsätzlich schon sagen muss, dass wir auch froh sind, dass es Agenten gibt, weil wenn es Agenten nicht gäbe, dann ist, sage ich mal, wäre das Thema Akquise oder auch das Thema, wenn Probleme in der Saison anstehen, wäre es gar nicht so einfach zu klären. Und läuft aus meiner Sicht alles insgesamt recht professionell ab. Es gibt natürlich auch eine ganze Vielzahl an Agenten, wo man sich wundert, was die einem für Spieler anbieten, ob die denn wissen, was Beko Basketball Bundesliga überhaupt bedeutet, was das für ein Level ist, was es bedeutet, wenn hier ein Spieler
als Sportler funktionieren muss, als Mensch funktionieren muss, was es bedeutet, vor allem in Deutschland auch mit Regeln klarzukommen. Ja. Und da sage ich mal, ist so eine hohe Anzahl, ich kann es jetzt prozentual nicht einfangen, aber bestimmt 50, 60, vielleicht sogar 70% der Sachen, die wir da bekommen, die landen ganz schnell, werden ganz schnell aussortiert, weil das einfach leider nicht ernst zu nehmen ist. Und dann gibt es natürlich Agenten, mit denen man seit vielen Jahren eng zusammenarbeitet, die auch wissen, was hier ein Spieler erwartet, dass es hier nicht New York ist und nicht Barcelona ist, sondern eine ganz kleine Stadt in Sachsen-Anhalt, wo außer Basketball nicht ganz so viel los ist. Ja. Kann man diese Agenten, die Sie ansprechen, kann man die, also natürlich nennen wir keine Namen, aber kann man das so grob klassifizieren, dass man sagt, das sind Neueinsteiger oder das sind Einzelkämpfer oder das sind irgendwelche großen Firmen aus dem Ausland oder so? Also Neueinsteiger, ja, die haben vielleicht manchmal einen Spieler, den man vielleicht dann entdeckt und der spielt dann ein Jahr bei einem. Und dann kommen aber ganz schnell diese großen Agenten, die vielleicht auch einen Namen haben, die Spieler schon in starken Ligen, starken Clubs positioniert haben und sagen den Spielern dann, ich kann dir einen Job besorgen, bei dem du vielleicht nicht realistisch, also es ist ja sehr realistisch, dass ein Spieler nach dem MBC woanders das Zwei- oder Dreifache verdienen kann. Aber dass ein Spieler vielleicht nicht das Fünf-, Sechs- oder Siebenfache verdienen wird, ist vielleicht am Ende dann doch ein bisschen zu viel. Und in solche Richtung geht das dann. Und dann gibt es auch Situationen, wo dann beispielsweise ein Spieler, der vielleicht der beispielsweise jahrelang bei einem Club gespielt hat und dann möglicherweise auch noch einen stabilen oder festen Vertrag hatte, dann diesen Vertrag in Frage stellt. Und das ist aus meiner Sicht für die Clubs und auch für Spieler nicht gut. Und gab es auch in diesem Jahr wieder Beispiele, wo Spieler am Ende sich verpokert haben und irgendwann dann Mitte, Ende August in einer schwachen Liga untergekommen sind und dann leider nicht mal für den Spieler zu finanziell besseren Konditionen. Und ich glaube, das wird sich aber irgendwann dann auch ganz schnell, wenn die Spieler das merken, dass es auch da um Vertrauen geht, mit wem man zusammenarbeiten kann. Und aber insgesamt, ich bin froh, dass, wie gesagt, wir mit Agenten arbeiten dürfen. Ja. Sie hatten es angesprochen, dass manchmal halt auch Verträge während der Saison aufgelöst werden und so weiter. Ich meine, viele Leute, die jetzt mit dem Basketballgeschäft jetzt nicht so viel zu tun haben, Fans, die sich, da kommt relativ wenig an die Öffentlichkeit und wir verstehen natürlich vollkommen, dass man hier keine Details ausplaudern kann. Aber wie kann man sich das so vorstellen? Ich meine, es gibt ja in Deutschland ein Arbeitsrecht, man hat einen gültigen Vertrag, man muss sich ja einigen, richtig? Man sagt, pass auf, ich unterbreite dir ein Angebot, dass du sozusagen vom Vertrag zurücktrittst. Läuft das so ab oder wie sind so ein bisschen die Sachen, die da hinter den Kulissen passieren? Wenn man darüber reden darf. Es kommt natürlich vor allem in Situationen, wenn es sportlich nicht gut läuft, ist das normal, dass man versuchen muss, seine Mannschaft zu verstärken, anzupassen. Und es ist in der Regel nicht so, dass Teams mit 7, 8 oder vielleicht 9 Ausländern bis zum Saisonende durchgehen. Und entsprechend läuft das dann schon in so einer Richtung ab. Ja, manchmal kommt ein neuer Spieler schon vorher und dann merkt ein Spieler, der dann vielleicht mal aussetzt, dass seine Rolle schwer in Zukunft wieder zu erreichen sein wird. Oftmals ist der Spieler, um den es geht, aber selbst unzufrieden, was am Ende eigentlich der Auslöser ist, warum man als Club darüber nachdenkt, einen Spieler auszutauschen. Wenn ein Spieler auf dem Feld ist und wir sehen, der hat keine Einstellung zu dem Ziel, zu dieser Mannschaft, dann ist das, sage ich mal, das erste Warnsignal, was wir ganz ernst nehmen müssen und diesen Spieler im Fokus haben müssen, schauen, ob der ernsthaft weiterhin für unseren Club spielen kann und möchte. Und wenn das nicht der Fall ist, dann geht es am meisten auch relativ schnell, weil der Spieler dann eben auch nicht diese Motivation hat. Also man einigt sich eigentlich immer. Es ist jetzt selten so, dass man jemanden einfach, kann man wahrscheinlich auch gar nicht, jemanden einfach cutten, oder so? Nein, das geht nicht. Man kann sicherlich einen Spieler sagen, du bist jetzt nicht mehr dabei und sagen, man bezahlt ihn weiter und muss das auch am Ende bezahlen, weil die Spielerverträge in der Regel durch die FIBA auch geschützt sind. Das heißt, die Spieleragenten und Spieler können dann auch diese Verträge einklagen, was beim MEC bisher nicht der Fall war. Wir haben immer eine gute Lösung gefunden für alle Seiten. Und
Das, denke ich, wird auch in Zukunft so bleiben. Ja, dann machen wir zum Schluss noch einen kurzen Ausblick auf, ja, auf die sportliche Zukunft. Sie hatten angesprochen, dass natürlich das Ziel ist, in der Liga zu bleiben, also den Klassenhalt zu schaffen. Im Big Interview stand, glaube ich, drin, dass man zumindest zu den Top 20 Teams Deutschlands gehören möchte, was natürlich auch die Pro A irgendwo mit einschließt. Wie sehen so jetzt die nächsten Monate aus bei Ihnen? Ja, jetzt kommen schon ganz, ganz wichtige Spiele für uns. Wir spielen jetzt gegen Teams, wo wir auch gewinnen müssen. Jetzt Bremerhaven, wir spielen gegen Gießen. Mhm. Vier-Punkte-Spiele quasi. Ja, also vor allem Bremerhaven, ganz, ganz wichtiges Spiel für uns. Direkter Tabellennachbar, ein Team, was auch nur ein Spiel mehr hat als wir. Ja. Sieht natürlich alles dramatisch aus, wenn man nach 11 Spieltagen erst ein Spiel gewonnen hat. Das gab es so in der MBC-Geschichte auch noch nicht. Das heißt, auch im letzten Jahr, wo wir 10-mal in Folge verloren haben, standen wir zu keinem Zeitpunkt auf dem Abstiegsplatz, weil wir einfach sehr stark in die Saison gestartet sind. Ich denke, dass wir, wie gesagt, eine Mannschaft haben, die ausreichend Qualität hat, um Spiele zu gewinnen, dass die Mannschaft jetzt aber auch begreifen muss, was es heißt, in der Liga zu spielen, dass da kein Spiel, egal mit welcher Qualität und welcher Mannschaftstiefe man antritt, automatisch gewonnen hat. Schon gar nicht, wenn man 10-mal verloren hat, dann ist das Selbstvertrauen einfach viel, viel kleiner, als nehmen wir beispielsweise beim letzten Spiel gegen Braunschweig, wo es am Ende auf der Kippe war. Gewinnen wir noch, können wir das nochmal umstoßen. Aber Braunschweig ist einfach 10 Plätze in der Tabelle vor uns, auf dem 8. Platz, wir sind 18. Und dann ist es auch schwer, so ein Spiel zu gewinnen, auch wenn man die letzten 12 Spiele gegen Braunschweig gewonnen hat. Und wir sind überzeugt, dass die Qualität reicht, dass der Trainer einen guten Job macht und dass es bis Ende April noch viele heiße Kämpfe geben wird mit Teams, die da unten mit uns stehen, die vielleicht auch größere Ziele gehabt haben vor der Saison. Und wir sind da nicht pessimistisch. Kann man sich wahrscheinlich auch, oder es wird jetzt dann wahrscheinlich auch das ein oder andere Gespräch mit dem jungen Spieler folgen, halt sagen, okay, sieht so, so ist die Situation, wir müssen jetzt gewinnen. Wir haben beispielsweise nachverpflichtet. Das bedeutet halt auch, dass potenziell deine Spielzeit beispielsweise runtergeht. Aber, wie Sie halt sagten, das ist ja letztendlich auch irgendwie positiv für dich, weil dadurch bleiben wir in der Liga. Dann kannst du auch nächstes Jahr Erstliga-Basketball spielen. Ja, wobei natürlich nehmen wir jetzt wieder das Beispiel Robert Zinn, ja. Das auch ein Spieler ist, der ja schon jetzt in der zweiten Saison bei uns spielt. Und in der Verlängerung für dieses und nächstes Jahr wurde dem Spieler schon auch ganz klar gesagt, dass er in der Rotation ist und dass, wenn alles gut laufen kann, er auch spielen wird. Aber es ist jetzt keine Garantie, die wir dem Spieler gegeben haben, sondern wir haben gesagt, wir wollen das probieren, wir kennen das Risiko und das hat der Robert und auch die anderen jungen Spieler aber auch absolut begriffen. Weil jeder, der im Sport arbeitet, will Spiele gewinnen und der will nicht am Ende der Saison auf dem letzten Platz stehen. Dann wollen wir kurz zum Abschluss noch sagen, wo kann man Sie, also den MBC, erreichen? Sie sind in Weißenfels, Stadthalle Weißenfels. Internetseite ist www.mitteldeutscherbc.de. Mitteldeutscherbc.de. Und ja, also auf jeden Fall guckt euch die Spiele mal an. Das ist eine interessante Atmosphäre hier in der Stadthalle. Ich werde auf jeden Fall auch dabei sein, wenn das Berlin-Auswärtsspiel hier ist. Und dann aber in der Arena Leipzig. Stimmt. Eventspiel. Ja. Genau. Die Fahrt ist noch nicht gebucht zum Glück. Also von daher, vielen Dank für das Interview. Danke auch. Und noch eine erfolgreiche Saison. Danke.